In modernen Kriegen kopiert man wie ein Hund und ohne guten Grund. Okay. Na jawohl, so, jetzt endlich, Freunde. Tut mir leid, 15 Minuten Verspätung. Ja, willkommen erstmal. Oh, Leute, ey, das war gerade eine Geburt. Da versucht man sich einmal auf Nvidia Shadowplay zu verlassen und dann so ein Dreck. Das funktionierte damit nicht. Jetzt muss ich mir gerade nochmal Open Broadcaster Software runterladen und das einstellen. Das hat länger gedacht, als ich, länger gedauert, als ich dachte, so rum. Ich begrüße euch zu diesem schönen Spiel mit dem tollen Namen This War of Mine. Für alle, die keine Ahnung haben, was das War of Mine ist, wir spielen ein paar Zivilisten, die sich gerade in einem Bürgerkrieg befinden, also in deren Land gerade Bürgerkrieg herrscht. Das Land heißt Pogoren, oder die Stadt, und das Militär hat die komplette Stadt, aber hackt übelst. Ha, also bei mir läuft's flüssig, muss ich sagen. Vantage. Bei mir läuft's eigentlich flüssig. Also könnte es vielleicht an deinem Internet liegen. Wie dem auch sei, ja, also die Stadt ist abgeschnitten vom Militär, das versucht die Rebellen, die sich in der Stadt befinden, halt auszuhungern, damit die halt nicht die Macht übergreifen und die Zivilisten leiden halt darunter, die wir spielen. Und ich würde mal sagen, jetzt ohne weitere Umschweife, springen wir ins Spiel. Geil, okay, Conne sagt, es hackt nix, das ist doch mal schon sehr, sehr schön. Ja, ich habe mir auch den Stream währenddessen auf dem Lappy aufgemacht. Das heißt, ich kann auch mit euch über den Chat interagieren. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Wen spielen wir denn? Oh, wir spielen anscheinend drei Kerle, oder? Oder ist das eh nur eine Frau? Okay. Wie lange hat diese Belagerung gedauert? Es ist schwer zu sagen, wenn jeder Tag ein Überlebenskampf ist. Die Stadt wimmelt nur so von Scharfschützen. Fast jede Nacht gibt es eine Bombardierung. Telefone funktionieren nicht, es besteht ein Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten und viele Menschen sind obdachlos. Bruno und Marco sind schon immer gute Freunde gewesen und als der Krieg ausbrach, beschlossen sie zusammenzuhalten. Sie trafen Pavel bei der Suche nach Vorräten. Er war einmal der Fußballstar von Pogoren. Jetzt ist er nur noch ein weiteres obdachloses Opfer des Krieges. Also schlossen sie sich zusammen und hofften auf das Beste. Alles klar, wir spielen wirklich drei Kerle, den Bruno, den Pavel und den Marco. Nämlich immer, wenn man das Spiel spielt, werden die Charaktere wieder frei ausgewürfelt. Ich kenne mich jetzt auch schon ein bisschen damit aus, Leute, also ich weiß so grob, was man machen kann. Ich habe mich nämlich schon ein kleines Let's Play angeguckt, aber nichts komplett durchgeschaut. Also es gibt noch einiges für uns zu entdecken. Hallo? Warte mal, die Tür auf. Sie ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen? Okay, na dann, guck erstmal da, was du da findest. Es ist nur eine Schramme. Leicht, was, er ist schon leicht verletzt? Materialien. Okay, da unten haben wir Kräuter. Ein bisschen Zahnräder, Wasser und elektronische Teile. Alles klar. Ja, wie gesagt, wir müssen halt probieren, so lange wie möglich in diesem Bürgerkrieg zu überleben. Ist halt ein echtes Survival-Spiel. Am Tag versuchen wir halt unseren Unterschlupf gut möglichst auszubauen und in der Nacht gehen wir dann auf Plünderungszüge quer durch die Stadt, damit wir halt unsere Leute versorgen können. Ah, wenn wir eine Schaufel hätten, würden wir die Trümmerhäufer bestimmt schneller aufkriegen, aber gut, das haben wir ja gerade nicht. Okay, hier ist nichts mehr, schade. Ach, da können wir, das können wir mit dem Dietrich aufmachen. Alles klar. Oder gehen wir da oben rein? Das ist jetzt die Frage. Ich würde am liebsten in den Schrank gehen, muss ich ja sagen. Pass auf, Bruno, du machst mal hier, guckst mal da rein. Du gehst mal da rein. Oh, wieder Kräuter, Materialien, Wasser und elektronische Teile. Ja, wie gesagt, das brauchen wir dann alles später zum Aufbessern von unseren Gerätschaften. Wir können nämlich auch Möbel und dergleichen bauen. Was haben wir denn überhaupt schon da? Okay, wir haben echt nur zwei Kräuter. Wir haben genau nur das im Moment, was wir gefunden haben.
Noch mehr Kräuter. Oh, Materialien, Bestandteile und Holz. Das ist sehr, sehr wichtig, Freunde. Holz brauchen wir sowohl zum Bauen von Sachen als auch zum Feuern. Nämlich, ihr merkt gerade, okay, es sind jetzt nur noch 17 Grad, aber das kann ab und zu auch mal ordentlich kalt werden hier. Und da ist es natürlich besser, wenn wir die Hütte ein bisschen warm kriegen. So, nehmen wir alles wieder mit. Warum drücke ich nicht einfach alles nehmen? Ja, ich weiß auch noch nicht, wie lange der Stream heute gehen wird. Ich denke mal so, gute Stunde, vielleicht ein bisschen mehr. Mal sehen. Je nachdem, wie ich lustig bin. Also ich weiß schon ungefähr, dass man so rechnen kann, ein Tag und eine Nacht dauern so ungefähr 10 bis 15 Minuten. Und anscheinend soll das Spiel so um die 30 Tage gehen. Guck mal, wir gucken mal, was wir schon so machen können, alles. Was können wir denn bauen? Ein Bett. Ja, ein Bett machen wir auf jeden Fall. Ein Herd. Filter. Und ein Regenwassersammelbecken. Wir bauen erstmal ein Bett, Leute. Nämlich, also was wir auf jeden Fall brauchen, ist halt ein Bett. Wir brauchen einfach Betten platzieren. Das kannst du gleich mal bauen, Pavel. Nebenbei, jeder hat seine eigene Biografie. Können wir mal schnell durchgucken. Pavel. Pavel ist ein schneller Läufer. Bevor dieser ganze Schlamassel begonnen hatte, lebte ich mit meiner Frau und meinem Sohn in einer besseren Gegend der Stadt. Ich habe sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich geht es ihnen gut. Mir geht es nicht so gut, wie man sehen kann. Wer braucht im Krieg schon Fußballspieler? Niemand interessiert sich für Sport, wenn jeder Tag der letzte sein könnte. Deshalb durchforste ich die Ruinen wie die alle anderen. Was? Wie alle anderen auch und hoffe auf das Beste. Traurig, traurig. Bruno ist leicht krank. Bruno ist ein guter Koch. Ja, jeder hat so sein Steckenpferd, sage ich mal. Bruno, vor dem Krieg war ich Restaurantbesitzer. Ich hatte sogar meine eigene TV-Sendung. Kochen mit Bruno. Die kennt ihr sicher. Ich habe wunderschöne Orte besucht und vor der Kamera exquisite Gerichte gekocht. Doch jetzt scheint das alles unwichtig, nicht wahr? Heutzutage kann man schon froh sein, wenn man etwas Dosenfleisch oder einen Sack Reis in die Finger bekommt. Und wer weiß schon, wie lange dieser Krieg noch dauert. Und der gute Marco, der leicht verletzt ist. Geschickter Plünderer. Marco, ich dachte, ich sei bereits durch die Hölle gegangen. Ich bin ein Feuerwehrmann. Öfter als mir lieb ist. Ich bin in brennende Häuser gegangen, um Leben zu retten. Doch damals hatte ich neben mir Leute, die sich gegen den gemeinsamen Feind, das Feuer, verschworen hatten. Heutzutage kann dich dein früherer Nachbarn umbringen, weil deine Großeltern eine andere Sprache sprechen als, was, eine andere Sprache als seine Sprachen. Das ist die wahre Hölle auf Erden. Ja, komisch, du erzählst immer und auf einmal bist du drei Sätze weiter. Du. Vantage, ich versichere dir, ich gucke gerade selber meinen Stream, das läuft bei mir eigentlich total ruckelfrei. So. Wir machen mal den Schrank da hinten auf. Also ich hoffe, da wir einen Dietrich dafür verbrauchen müssen, dass da ordentlich Zeug drin ist. Ach, das Bett ist auch schon fertig. Dann kann Pavel mal wieder gucken, was wir hier so bauen. Marco kann mal. Ach, das ist Bruno da. Okay. Bücher. Bücher und ein Dietrich. Ja, wie ihr schon gesehen habt, mit Dietriche können wir halt, Dietrichen, Dietriche, was auch immer, können wir halt Türen öffnen, verschlossene, ach fuck, wir können das schon nicht mehr bauen. Okay, bauen wir jetzt ein Herd, ein Radio. Ah, ich weiß es gerade echt nicht, Freunde. Wir bauen mal ein Herd. Stellen wir mal hier hin. Und das hier die Küche. Jetzt habe ich total vergessen, wo wir waren. Auf jeden Fall mit den Dietrichen können wir halt verschlossene Türen öffnen. Sind aber so einmalige Gebrauchsgegenstände. Also wenn wir die halt einmal benutzt haben, dann sind die halt weg. Da sollte man sich dreimal überlegen, was man aufmacht und was man zulässt. Aber ich würde mal sagen, wir versuchen jetzt hier erstmal alles Mögliche aufzukriegen, was wir dann aufmachen können. Pavel. Und Bruno macht da immer noch ein bisschen was. Ja, wir haben absolut kein Essen, was halt extrem scheiße ist. Aber gut, Freunde, nur noch 3 Stunden, dann beginnt auch schon die erste Nacht. Ah, okay, da können wir nichts mehr machen. Da, den Haufen können wir noch durchsuchen. Glaube ich zumindest. Den haben wir ja noch. Warum haben wir den noch nicht durchsucht? So, du machst mal hier das noch auf. Wenigstens ist es warm. Ja, das ist doch schon mal etwas.
So. Nebenbei, Freunde, könnt ihr mal ruhig in den Chat schreiben, ob irgendwer von euch schon mal was von The Swore of Mine gehört hat. Ich habe das nämlich auch erst letztens irgendwie bei Steam gesehen und das soll anscheinend übel der Geheimtipp sein. Ach, der kann sich da einfach hinsetzen. Das verkauft sich nämlich bei Steam sogar inzwischen besser als das neue Call of Duty. Also Respekt, und Call of Duty wurde als der beste Entertainment-Launch dieses Jahres angepriesen. Also das ist schon ein ordentliches Ding hier, was die Leute abliefern, die das gemacht haben. Helene spielt erstmal ein bisschen Borderlands 2. Viel Spaß, Helene. Die Nacht. So, Freunde, jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Part des Spiels. Ach du Scheiße, Marco hat 15 Plätze im Rucksack. Gut, der geht auf jeden Fall plündern. Bruno, der leicht krank ist, den lasse ich mal pennen und Pavel steht Wache. Ach so, der kann ja im Bett schlafen. Ja, Freunde, nämlich, wie gesagt, bei Nacht kann man immer nur einen plündern schicken, oder? Ja, man kann nur einen plündern schicken. Die anderen beiden müssen halt zu Hause in ihren Unterschlupf bleiben und den möglichst bewachen. Nämlich, es kann auch sein, dass Leute uns angreifen und versuchen, unser Zeug zu stehlen. Aber da der Bruno leicht krank ist, lasse ich ihn mal im Bett schlafen und Pavel soll mal Wache stehen. So, geschickter Plünderer, ja. Und dann können wir uns natürlich aussuchen, wo wir dann plündern gehen. Bombardiertes Haus. Diese Nachbarschaft ist kürzlich zerbombt worden. Viele Häuser brennen noch. Die Leute mussten alle stehen und liegen. Was? Alle stehen lassen und um ihr Leben rennen. Wir könnten hier also gute Sachen finden, ohne auf jemanden zu treffen. Eine Menge Lebensmittel, eine große Menge Materialien, eine Menge Medikamente, eine große Menge Waffen und eine Menge Teile. Große Menge Lebensmittel. Ohne Scheiß, ich glaube, wir brauchen erstmal Lebensmittel. Ah, das ist aber Gefahr. Dann gehen wir mal ins bombardierte Haus mit dem guten Marco. Ja, Zeug zum Mitnehmen. Also man kann natürlich auch immer noch Ausrüstungsgegenstände mitnehmen, wie zum Beispiel ein Dietrich oder so. Aber das haben wir natürlich jetzt alles nicht. Von daher muss der gute Marco mal so hingehen. Das Haus brennt noch. Können wir es gefahrlos betreten? Werden wir sehen. Ich hoffe es doch mal. Okay, wir nehmen erstmal alles mit, Freunde. Wir können später immer noch wechseln. Ach du Scheiße. Ja, wir nehmen erstmal die ganzen Teile mit. Oh, das ist der Hammer mit so viel Platz. Ja, die Pistolenpatronen. Nein, die Pistolenpatronen lasse ich auf jeden Fall erstmal hier. Denn wir haben ja noch keine Pistole. Geschweige denn Aussicht auf eine Pistole. Okay, da ist eine Ratte. Da ist ein toter Mensch. Aber es ist keiner hier drin. Das ist schon mal sehr gut. Oh, oh, oh. Kühlschrank. Lebensmittel. Komm schon, komm schon. Wir brauchen was zu essen. Das legen wir dann ab. Wir legen mal ein bisschen Holz hier ab. Aber das ist so Hammer, ey. Vier Fleisch und dreimal Gemüse. Freunde, das ist echt der Hammer. Wasser nehmen wir auch alles mit. Wasser ist extrem wichtig. Und da wir noch nicht so eine Regenfang-Dings bauen können. Sowieso. Noch viel wichtiger. Zucker lasse ich erstmal liegen. Wir können nämlich in anderen Nächten auch nochmal herkommen. Und ich glaube, da verändert sich das Loot auch nicht. Wasser, wie viel können wir? 10 können wir davon mitnehmen, okay. Wir sind jetzt mal lieber halbwegs leise unterwegs. Oh, das ist fantastisch, Freunde. Eine Binde. Bandagen meine ich natürlich. Natürlich. Da können wir den guten Bruno nämlich schon mal heilen dann. Aber es sieht so aus, als ob wir hier nichts zu befürchten hätten, oder? Gucken wir mal. Nee, alles leer. Cool. Können wir einfach looten und wieder rausrennen. Schießpulver. Nee, nicht unbedingt. Holz ist echt. Na gut, den Rest haben wir eigentlich alles. Wir gucken trotzdem mal. Ich benötige etwas, um dieses Schloss zu öffnen. Kacke. Ja gut, aber jetzt, wo wir gesehen haben, dass hier keiner ist, können wir auch ein bisschen runtersprinten. Was haben wir hier noch? Auch nochmal Holz. Ich glaube, wir kommen erstmal mit 10 Holz gut, ganz gut klar, hoffe ich mal. Ich glaube, das reicht. Dann kann er hier erstmal den Schutthaufen noch wegmachen. Ich meine, man kann so ungefähr, wenn ich mich recht entsinne, bis 4 oder 5 Uhr morgens plündern. Also man hatte ordentlich Zeit für.
Wenn ich jetzt zum Beispiel, genau, es dauert so lange ohne eine Schaufel. Wenn ich eine Schaufel hätte, würde der diesen Klumpen da, diesen Riesenhaufen Schutt sehr viel schneller wegmachen. Aber nun ja, dem ist nun mal leider nicht so. Nebenbei, für alle, die jetzt sich denken, oh Gott, du streamst jetzt so lange, ich habe aber nur so kurz Zeit. Macht euch keine Sorgen. Ich versuche das alles nachher dann auch noch auf Dings hochzuladen, auf YouTube. Also das wird dann zwar halt in der Stream-Qualität, wie es hier ist, sein, weil ich das direkt von Twitch dann exportiere. Aber ihr könnt es auch im Nachhinein euch noch angucken. Oh, da denke ich mal hier, ich kann mit meinem ganzen Gerät ein bisschen Zeit verstreichen lassen, während der hier den Schutthaufen wegmacht, aber dem ist nicht so. Aber es ist echt schön gezeichnet, oder? Guckt es euch mal an, so die Bleistiftkaschierung. Ich weiß nicht, ob man das im Stream so gut sieht, aber das sind so, dieses Wabern, sage ich mal, das sind alles so selbstgezeichnete Bleistiftlinien. Wenn er jetzt abgeschlossen ist, ne? Das ist ein Witz. Oh Mann. Ja gut, aber ich meine, wir können sowieso nicht mehr mitnehmen. In dieser Nacht. Von daher rennen wir jetzt einfach mal zum Ausgang. Marco ist zurück. Tag 2. Ich habe die Bandagen gebracht. Jetzt lasst uns nach der Wunde sehen. Diese Nacht war ruhig. Marco war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. 10 Holz, 24 Bestandteile, 4-mal Fleisch, 3-mal Gemüse, 9-mal Wasser und eine Bandage. Ja, das wird auch automatisch dann direkt hier rein transferiert. Der gute Pavel ist ein bisschen müde. Was sagt denn der Bruno? Bruno ist leicht krank, aber holt sich. Bruno, du kochst jetzt erstmal was. Obwohl, wir gucken mal, ob wir den Herd verbessern können. Hungrig, leicht verletzt, müde. Hungrig, leicht verletzt, müde. Oh, wir können ihn sogar wirklich verbessern. Ein effizienterer Herd ermöglicht es, Essen auf effizientere Art und Weise zu kochen und dabei Brennstoff zu sparen. Dafür brauchen wir... Okay, ja. Machen wir doch. Weil ich glaube, Essen ist hier wirklich ein... wird ein sehr rares Gut sein. Generell alle Lootartikel. Marco, du geh da mal nach oben. Du kannst dich jetzt mal ins Bett legen, Pavel. Wir brauchen etwas zu essen. Wir haben was zu essen da, keine Sorge, Bruno. Sobald das Ding hier steht, kannst du erstmal für alle was kochen. Du bist schließlich der Koch hier. Ja, dafür braucht man natürlich... Ach gut, aber uns fehlt nur Feuerholz. Okay, na dann machen wir doch mal aus dem Holz, aus den Teilen. Ne, wir nehmen erstmal ein bisschen davon. Wie viel brauchen wir denn? Komm, wir machen mal... Na, wir nehmen erstmal eins. Ich würde nämlich gern das Holz auch behalten, um noch ein paar Sachen zu bauen. So, und jetzt kannst du mal was kochen für uns. Jawoll. Also ihr merkt schon, die Vorräte, die halten wirklich nicht lange. Komm, dann zieh dir gleich mal was rein, Bruno. Du hast es dir verdient. Und wenn du ja fertig bist oben, Marco, dann darfst du dir auch was nehmen. Das reicht erstmal. Das sehe ich genauso, Bruno. Dann setz dich mal in den Stuhl. Ja, da Bruno leicht krank ist, können wir ihm halt auch nicht mit der Bandage weiterhelfen. Die Bandage hilft nämlich, wie ihr euch sicherlich schon denken könntet, nämlich nur was, wenn... Wie zum Beispiel Marco. Der ist leicht verletzt. Oh, ich habe einige Sachen zum Tauschen. Das ist doch schön. Bruno, geh doch mal zur Tür. Händler kommen nämlich auch immer ab und zu vorbei. Schauen Sie an, was ich mitgebracht habe. Oh, Freunde. Der hat Zeug. Der hat Waffenteile. Und Filter. Pistolenpatronen. Kräuter. Verschiedene Kräuter dienen der Herstellung von Kräutermedizin und Drehtabak, Zigaretten. Ein gutes Buch hebt die Stimmung. Je mehr Bücher wir haben, desto besser. Wenn es hart auf hart kommt, können wir sie als Brennstoff benutzen.
Elektronische Teile. Erstmal, gucken wir doch erstmal, wir gucken erstmal, was wir brauchen könnten von ihm. Das wäre zum Beispiel das Wasser. Alles, um ehrlich zu sein. Die Konserven sind schon... Die Konserven kosten so gut wie gar nichts. Das ist aber... Ach nee, das ist aber nicht billig. Okay. Medikamente, sie schmecken fürchterlich, doch wenn du krank bist, können sie dir das Leben retten. Dafür müssen sie allerdings eine Menge anbieten. Oh, scheiße. Das ist aber nicht billig. Was können sie mir dafür anbieten? Was haben wir denn, was wir dir anbieten könnten? Elektronische Teile? Oh, geil! Das findet der anscheinend sogar voll gut. Reichen noch drei? Nee. Und wenn ich dir noch ein Holz dazu gebe? Zwei? Drei? Ja komm, kriegst du drei Holz und drei elektronische Teile? Und dann machen wir das so. Nö, Kollege, ich glaube, das reicht erstmal. So, Türe zu. Jo, dankeschön. Es tut weh, aber ich werde es schaffen oder so. Bruno, dann guck du doch mal, was wir noch craften können. Oh, hi Connor, ich sehe dich im Chat. Was können wir dann alles machen? Ein einfaches Heizgerät. Na, ich glaube, das brauchen wir noch nicht so dringend. Die haben ja alle gesagt, dass es noch relativ warm ist. Metallwerkstätte. Ermöglicht uns Werkzeuge herzustellen wie Schaufeln für die Trümmerbeseitigung, Brechstangen für das Aufbrechen von Türen sowie Messer für die Selbstverteidigung. Brauche ich dafür? Nee, brauche ich nicht mal. Dann mache ich das doch erstmal. Platziere ich das denn? Na komm, was soll's. Wie geht's dem guten Pavel? Der ist immer noch müde. Hätte ich echt nicht erwartet. Das reicht erstmal. So Marco, dann kannst du ja mal gucken, ob wir da oben in den Schrank kommen ohne einen Dietrich. Fände ich zumindest jetzt ganz gut. Ich hoffe, dass es uns gelingt, uns hier drin warm zu halten. So, du kochst was. Wir machen diesmal ein einfaches Essen, Freunde. Ja. Herstellen, ein bisschen Feuerholz. Upsi, falsch gemacht. Pavel soll das machen. Bruno, du sollst kochen. Gekochtes Essen. Eine einfache gekochte Mahlzeit nahrhafter als rohes Essen. Sie ist besser mit Gemüse. Da würden wir natürlich ein bisschen was sparen, Freunde. Muss man echt sagen. Aber wir brauchen eigentlich im Moment nur eins. Eine Portion. Und bevor die uns verdirbt, mache ich das mal lieber so, ja. So. Ach, schade, wir können nichts davon bauen. Ah, oh, so eine Brechstange wäre schon geil gewesen. Dietrich brauchen wir einmal irgendwelche Teile. Ja, Teile brauchen wir dafür. Da bräuchte ich noch zwei Holz. Okay. Gut, dann weiß ich aber schon, was ich in der nächsten Nacht wiederholen muss. Ich glaube nämlich, Essen haben wir erstmal genug. Aber ich brauche halt Teile... Wie war das nochmal? Teile, Holz und Bestandteile, ne? Ja, Bestandteile, Teile, Holz. Und dann wollte ich noch gucken, was ich brauche... Was ich brauche für die hier. Teile, Holz, alles klar. Gut, das gleiche. So, Bruno. Verdammt nochmal, es sind keine Kippen übrig. Ach, Bruno ist Raucher. Das ist natürlich jetzt extrem scheiße. Setz dich mal da hin. Pavel, du isst jetzt mal was. Kollege Tonschuh. Du gehst dich jetzt mal verbinden und dann kannst du dich nochmal... Diary, shooting for 5 stars. Was ist das denn für eine... in der Errungenschaft. Und danach haust du dich noch mal ein bisschen aufs Ohr. Denn Kollege, du musst ja schließlich in 3 Stunden wieder los. Fällt mir gerade mal auf. Nun müsste die Heilung beginnen. Ja, wie gesagt, also falls ihr Fragen habt oder so zum Spiel selber, dann haut die einfach in den Twitch-Stream. Und ich werde die euch beantworten.
Oder generell, wenn ihr Fragen habt, ne? Ach, siehst du, ich habe gar nicht geguckt, ob da oben vielleicht, ob man da an den Schrank kommt, ohne was zu machen. Das wäre natürlich endgeil. Ja, also man kann natürlich auch den Tag noch kurz, also schneller beenden. Aber ihr merkt schon, im Moment haben wir ja noch immer was zu tun. Okay. Okay. Dann, jetzt beenden wir dann doch mal den Tag. Die Nacht. Kommen wir wieder zum interessanten Teil. Leicht bandagiert, müde. Ja, du musst trotzdem plündern, Marco. Tut mir leid. Dann kann Pavel Wache stehen und Bruno kann im Bett schlafen, würde ich mal sagen. Eine Menge Medikamente, große Menge Waffe, große Menge Teile. Autowerkstatt. Große Menge Materialien. Eine Menge Teile. Möglicher Handel. Eine Menge Lebensmittel. Vorsicht ist geboten. Kirche der kleinen Maria. Große Menge Materialien, eine Menge Teile, eine Menge Medikamente. Vorsicht ist geboten. Autowerkstatt. Große Menge Materialien. Das wäre eigentlich voll gut für uns. Vorsicht ist geboten. Ah, ich kann Marco nicht einfach in irgendwas schicken, wo Vorsicht geboten ist. Muss man echt mal sagen. Da ist auch Gefahr. Da ist auch Vorsicht geboten. Obdachlose hatten sich schon lange vor dem Krieg dort niedergelassen. Sie mussten schon immer mit dem Mangel an Nahrung kämpfen. Ich frage mich, ob sie die jüngste Nahrungsknappheit überlebt haben. Wir können dennoch erwarten, interessante Sachen in den Verstecken zu finden. Dann gehen wir dahin, Freunde. Gehen dahin. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Vor dem Krieg wäre das eine Ruine gewesen. Jetzt sieht die halbe Stadt so aus. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Teile! Fantastisch. Und Holz. Und auch noch elektronisches Zeug. Klasse. Den Zucker lassen wir, wie gesagt, mal hier. Den brauchen wir später, um uns Alkohol herzustellen. Aber ich hoffe mal, dass die Leute hier noch ein bisschen ohne auskommen. Wir gehen mal lieber unten lang. Da kann man sich verstecken, okay. Auch wenn da nichts von Vorsicht stand oder so, gehe ich das Ganze vorsichtig an, ihr merkt das schon. Ich nehme erstmal alles. Kann ich nicht alles nehmen? Ach nee, kann ich nicht. Oh Gott, ist das viel, Alter. So. Ein bisschen Holz noch. Wir nehmen erstmal so viel mit, wie es geht. Und wenn ich noch Teile finde, also ganz normale Teile, dann tausche ich die dafür aus. Nee. Ich meine, Wasser haben wir jetzt noch 19. Da verbrauchen zwar auch 4 für jedes Ding, aber das macht keinen Sinn. Nee, haben wir auch alles. Oh, da ist ja jemand. Da ist ja jemand. Die Frage ist nur, ob die uns feindlich gesinnt sind. Andererseits muss man sagen... Doch, wir kommen da hoch. Alles klar. Ich wollte jetzt erst sagen, die müssten uns ja eigentlich bemerkt haben, aber dem scheint nicht der Fall zu sein. Nebenbei, wenn ihr mal ab und zu auf das Foto hier guckt, der Marco blinzelt uns ab und zu mal an. Achtet mal drauf. Da! Ah, okay. Oh ja. Oh ja. Lassen wir mal... Dich lassen wir mal hier und nehmen dafür mal 4 davon mit. Oh, elektronische Teile waren da ja auch noch drin. Habe ich die schon auf Max gestackt? Nee, ne? 4 kann ich davon mitnehmen. Fantastisch. Auch nur Holz. Das hilft uns gerade nicht weiter. Und durch das nehme ich mal an, kommen wir nicht durch, wa? Ich werde das Gitter nicht ohne Sägeblatt durchbrechen können. Schade. Schade. Da wäre bestimmt noch cooles Zeug da gewesen.
Aber gut, dann gehen wir hier oben nochmal gucken. Und wenn wir nichts mehr finden, was wichtig erscheint. Oh, was haben wir denn da? Im Brief steht: Liebste Mascha, ich habe bei den Obdachlosen Unterschlupf gefunden. Ich bin kein Lehrer oder Künstler mehr. Ich bin jetzt einer von ihnen. Es gibt nicht viel zu essen. Einige meiner Freunde haben uns deswegen bereits verlassen. Aber mach dir keine Sorgen. Sobald ich mit meinem Gemälde fertig bin, werde ich mir eine geeignetere Zuflucht suchen. Finde ich extrem gut, dass es hier so ein paar Sachen gibt. Sodass nochmal gezeigt wird, dass es natürlich nicht nur ums Looten geht. Okay, dahinter ist anscheinend nichts mehr. Ist das das Gemälde? Das Bild ist wahrscheinlich vor kurzem gemalt worden. Reich aussehende Leute sitzen gemeinsam inmitten eines übersäten, zerstörten Gebäudes. Irgendeine Metapher nehme ich an. Wir gehen mal zu dem runter. Vielleicht können wir mit dem reden. Gut, hier gibt es auch nicht mehr, was wir brauchen. Guten Abend, mein Herr. Ich bin sehr hungrig. Können Sie mir helfen? Was willst du? Bitte, ich bin so hungrig. Tut mir leid, Krischer, Mann. Aber ich habe halt kein Zeug mit. Ich hätte gern was gegeben. Wir gucken mal, ob ich was beim nächsten Mal für dich finde. Okay? Ohne Essen sterbe ich in ein paar Tagen. Ich komme wieder, Kollege. Ich komme wieder. Ich verspreche es dir. Aber das machen wir dann an einem anderen Tag. Tag 3. Heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Seht mal, was ich bekommen habe. Zum Glück habe ich dieses Buch. Diese Nacht war ruhig. 10 Teile, 10 Holz, 4x elektronische Teile und 24 Materialien. Okay. Alles klar. Sehr müde ist er jetzt. Da wird der gute Bruno mal aufstehen müssen. Der kann sowieso mal hier was machen. Und du legst dich mal sofort hin, Kollege. Hungrig und müde. Vielleicht sollte ich doch noch ein zweites Bett bauen. Ja, Holz haben wir ja wieder. Davon können wir dann auch wieder eins machen. Ja, dann machen wir zwei. Das ist echt fies. Das Holz braucht man nämlich auch verdammt viel, ne? Ja, wir machen erstmal. Komm, wir nehmen erstmal 4 so eine Teile. So. Oh ne, Pavel, du nicht. Du bleibst mal da. Bruno soll kochen. Jawoll. Hungrig und leicht krank ist der Bruno immer noch. Das ist grausam. Ich muss demnächst irgendwie mal in irgendwas, wo ich Zeug zum Ver also nicht zum Verbinden, aber Medikamente oder sowas finde. Bruno, isst schon mal was. Schließlich bist du krank. Du isst auch mal was und wir gucken mal, was wir jetzt so bauen können. Alles. So einfach ist das alles. Wir können alles bauen. Ah, oh, das ist extrem teuer. Das Regenwassersammelbecken ist extrem teuer, aber auch scheiß wichtig. Ich meine, wie viel haben wir noch an Wasser? 13. Also es reicht noch 2, 3 Tage. Aber wir brauchen auch schon wieder Essen. Man weiß echt nicht, was man zuerst machen soll, Leute. Das ist gerade voll grausam. Regenwassersammelbecken. Macht man's nicht? Macht man lieber das Bett? Machen das mal, das Sammelbecken. Können wir das hinstellen? Hier können wir es hinstellen. Okay, bau das mal. Müde ist der gute Pavel. Das Brecheisen. Das würde ziemlich viele Materialien verbrauchen. Ein Dietrich. Ja, Leute, ohne Scheiß, wir machen uns mal jetzt hier noch so 2, 3 Dietriche. Ich finde, das ist wichtig.
Machen uns mal zwei, dann kriegen wir mindestens noch die Schränke, die hier sind, und die Türen auf. Und ich hoffe mal, dass da noch ein bisschen Zeug drinnen liegt. Wir machen erstmal das auf, wo wir schon rankommen. Würde ich mal sagen. Havel, das aufmachen. Bruno. Upsi. Nee. Kollege. Verdammt nochmal, es sind keine Kippen übrig. Oh shit. So, was brauche ich denn fürs Regenwasserding? Ich muss einen Filter herstellen. Filter, okay. Aber vorher machst du mal hier den Schrank auf. Vielleicht finden wir ja da noch geilen Scheiß. Ich finde das ja sehr erstaunlich, dass die alle hier so gut also mit Dietrich und so umgehen können. Ich glaube, ich könnte das nicht. Ach, guck einer an. Materialien, Bücher, ein bisschen Kräuter und sogar noch eine Bandage. Fantastisch. Ohne Flachs, Leute. Das ist richtig gut gewesen. Das hat sich, glaube ich, gelohnt. Ich hoffe, dass es uns gelegt und uns gelingt es, genau. Hier drin warm zu halten. Medikamente und noch mehr Bücher. Bruno, wir können dich heilen. Praise the Lord. Auch wenn das bestimmt auch ein gutes Handelsgut wäre, aber... Ah, mir ist es wichtiger, dass die Leute erstmal halbwegs auf dem Damm sind. So, gucken wir mal, was wir jetzt noch so haben. Ob wir noch was machen können. Das ist die richtige Dosis für heute. Okay, davon können wir schon mal nichts mehr bauen. Das ist vielleicht aber auch gut, so muss ich ehrlich sagen. Verbessern können wir die auch nicht. Hochwertige Gegenstände und Geräte, mit denen wir zu mehr Lebensmitteln oder Medikamente und Handelswaren kommen. Wir könnten sie weiter aufwerten, um elektrische Verbesserungen vorzunehmen. Wäre auch eine Möglichkeit. Sieben, was sind das? Sieben Bestandteile. Ich habe schlimme Kopfschmerzen. Setz dich erstmal hin, Kollege. Eine Schaufel. Eine kleine Schaufel, um Trümmer zu durchwühlen. Die Brechstange wäre mir ja lieber, muss ich sagen. Aber da fehlen uns auch die Materialien. Komm, wir machen mal noch einen Dietrich. Damit wir auch noch die letzte Tür hier aufkriegen. Ich glaube nämlich, das könnte wichtig sein, dass wir die noch aufkriegen. Vielleicht ist dahinter ja auch jetzt noch voll das wichtige Zeug. Aber ich drücke auch immer wieder die Falschen an. Bruno, bleib doch mal oben. Wie geht's denn dem guten Marco? Der ist nur noch müde und hungrig. Bruno, dann kannst du ja nochmal dem guten Marco ein bisschen Essen machen. Kacke, was verbrennen wir denn jetzt? Dann müssen wir wohl in Holz verbrennen. Das dauert so lange ohne eine Schaufel. Ja, das ist schon scheiße, das stimmt. Aber was gegen machen kann ich nicht wirklich. So. Jawohl, mach das mal. Wogegen ich auch nichts machen kann, ist die Tatsache, dass mein Lappy hier gleich abschmiert, weil der keinen Akku mehr hat. Ja. Aber das ist nicht so tragisch, wenn ich ehrlich bin. Denn ich habe ja noch mein fettes Tablet. Also kann ich das hier zumachen. Ich sehe ja jetzt auch sowieso, der Stream ist ja gut gelaufen. Also denke ich mal, dass der jetzt erstmal keine Probleme mehr mitgeben sollte. Bruno, du setzt dich mal wieder. Ah, siehst du, ich wollte einen Filter bauen, ne? I remember. Hä, wo baue ich denn den Filter? Hier, Verbrauchsgüter. Oh! Der braucht echt drei Bestandteile. Eieieiei. Naja, stellen wir den trotzdem mal her. Ich meine, wir brauchen so oder so Wasser. Komm, Pavel. Beeil dich. Oh, jawohl. Essen und noch ein Handelsgut. Fantastisch, Freunde. Das ist echt super. Das ist gerade echt noch sehr gut gewesen.
Die Nacht. Okay, Bruno ist krank, aber den kann ich jetzt nicht schlafen lassen. Pavel hingegen, der sollte im Bett schlafen. Und Marco plündert natürlich wieder. So, was habe ich gesagt, brauchen wir? Wir brauchen wieder, eigentlich wieder Materialien und bla und Zeug, ne? Supermarkt. Gefahr. Ruhiges Haus. Eine Menge Lebensmittel, eine Menge Medikamente, eine Menge Teile. Etwas Lebensmittel, eine große Menge Materialien, eine Menge Teile. Ja, komm, wir gehen in die Kirche der kleinen Maria. Mitnehmen tun wir nix. Wir plündern. Als Kind kam ich mit meinen Eltern hierher. Oh, Zeug. Sehr gut. Nehmen wir alles. Nehmen wir alles. Fantastisch. Verlassen. Wir sollten langsam vorgehen. Oh, oh. Habt ihr das gehört? Immer noch kein Wasser. Wir sollten extrem vorsichtig sein. Wir nehmen erstmal alles, was wir kriegen können. Wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt hier nicht mit Marco renne, das ist ganz einfach. Wenn wir rennen, würden wir Geräusche verursachen. Ach, guck einer an! Willkommen, wir sind vor kurzem ausgeraubt worden, wir haben also nicht viel übrig. Das ist natürlich schade. Wir gucken trotzdem mal, vielleicht finden wir ja noch was. Meine Gemeinde schläft unter der Kirche, bitte stören Sie sich nicht. Verdammtes Ungeziefer! Oh shit, okay. Dahinter ist deren ganzes Zeug, aber das haben die extrem gut abgedichtet. Du hast es gehört, verschwinde jetzt. Okay. Dieser Ort ist voll von diesen ekligen Kreaturen. Schnell, 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 schnell. Komm, komm, komm. Ja, die sind noch da unten, das ist ganz gut. Nicht, dass sich lohnen würde mitzunehmen. Verdammt! Ich dachte, hier ist noch irgendwas. Oh, warte, warte, warte. Also, sollen wir handeln? Gerne, wenn ich ehrlich bin. Aber fuck, ich habe gar nichts mit. Doch, ich habe Zeug von euch geklaut. Was hast du denn nur? Dietriche, Waffenteile. Oh, der Bücher. Das ist ja irre. Wären sie so gütig und würden den Armen in Zeiten der Not helfen? Oleg. Oleg. Ich bräuchte ein paar Teile. Mit ein paar meine ich ein paar, obwohl, na, so viel will ich gar nicht. Vielleicht so vier. Bestandteile. Wieso kann ich die dem nicht geben? Ach, die will er nicht haben, oder was? Das reicht nicht. Okay, ich merke schon, du hast da eigentlich gar kein Interesse dran, mit mir zu handeln. Ist es okay, wenn ich mal kurz hier reingucke? Das scheint für dich kein Problem zu sein, wa? Oh, hier könnte man auch noch... Ach du Scheiße, guck dich mal an, wie groß das Ding hier noch ist. Willst du tauschen oder nicht? Nein. Nein, Oleg, will ich nicht. Das ist eine Markierung an der Wand und da steht Roxy, der beste Hund der Welt, liegt hier begraben. Die Tiere sind die ersten, die mit darunter leiden. Tiere und Kinder, glaube ich, vor allem. Die Erwachsenen, glaube ich, sogar eher weniger. Das sind somit die... Diese Tür ist mit Brettern zugenagelt. Komme ich hier hoch? Ja! Fantastisch. Komme ich doch hier bestimmt rein, oder? Jawohl! Das ist jetzt vielleicht nicht gerade das Netteste, nur Abfall und Schmutz hier. Mist. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Trümmerhaufen.
geht's dann wieder runter. Alter, das Ding ist ja riesig, Freunde. Das Ding ist ja echt riesig. Nichts als nutzloser Abfall. Mann. Warte, 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 warte. Wir gehen mal hier runter. Nein, hier runter, genau. Was haben wir denn hier? Hier ist doch bestimmt nicht nur Abfall drin. Kaffee. Freunde, wenn es etwas gibt, ohne Kippe. Fantastisch. Wenn es etwas gibt in der Apokalypse, zumindest in Pogoren, was extrem wichtig ist für deren Überleben, beziehungsweise was die alle gern haben wollen, dann ist das Kaffee. Ah, lassen wir noch drei Bestandteile hier und nehmen wir das hier mit. Nee, nee, da lang sollst du. Oh, hupsi. Vielleicht ist auf diesem Haufen noch etwas Feuerholz übrig. Okay, ihr seht schon, da unten sind nur Trümmer, deswegen gehe ich da jetzt nicht lang. Oh, der hat eine Waffe. Der hat eine Waffe. Fuck, fuck, fuck. Mal sehen. Kacke. Ich habe keine Waffe. Ja, Freunde, ich glaube, das reicht doch erstmal. Wir rennen zum Ausgang. Marco ist zurück. Und wieder alle 15 Plätze voll. Halleluja. Tag 4. Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Oh scheiße, wir wurden ausgeplündert. Jemand ist in der Nacht gekommen, um unsere Sachen gewaltsam mitzunehmen. Wir wurden nachts angegriffen. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Es waren nur ein paar Plünderer und sie haben nur geringfügig Schaden angerichtet. Schade, dass wir keine Waffen hatten. Bruno wurde verletzt, aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Bruno wurde leicht verletzt. Shit. Shit, shit. Hungrig und müde ist der gute Marco. Pavel ist nur hungrig. Mein Magen knurrt. Oh. Bruno wurde leicht verletzt. Okay. Na, warte, warte, warte. Wenn ich mich recht entsinne, dann kann man den auch heilen, wenn er einfach pennt. Ja, wir machen erstmal, wir verbrennen erstmal hier so ein Holz. Machen uns dann mal ein Filterchen. Können wir nämlich aus dem Filter gleich mal dann ein bisschen Wasser gewinnen. Nämlich, wir haben auch nur noch 12 Wasser, Leute. Das klingt zwar jetzt am Anfang relativ viel, aber das wird auch nicht mehr lange reichen. Marco ist hungrig und müde. Penn dich erstmal aus. Penn dich erstmal aus. Bruno kann schon mal was essen. Es tut weh, ich werde jedoch zurechtkommen. Pavel kann auch was essen. Ja, es ist halt scheiße, dass wir keine Waffen haben. Das stimmt allerdings. Ich hätte auch gern welche. Aber naja. Zum Glück habe ich dieses Buch. Herr Bruno, dann setz dich erstmal hin. Ach, siehst du. Pavel, du kannst ja mal hier das Regenwasser machen. Ja, sauberes Wasser. Hätte ich gerne. Super, dankeschön. Es ist jemand an der Tür. Hey, ich habe einige Sachen zum Tauschen. Gut. Na, Pavel, du bist doch sowieso gerade da. Mach das mal. Es war nicht einfach herzukommen, also lassen Sie uns was draus machen. Liebend gern, Kollege. Nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Kacke. Kacke, kacke. Also was ich auf jeden Fall loswerde... Achso, ich wollte gerade sagen, das ist ja... Das ist das, was er hat. Okay. Ehrlich gesagt, nichts Besonderes, sagt er. Das ist ja schon mal gut. Das kostet so gut wie gar nichts. Okay. Genauso wie Wasser für dich so gut wie nichts kostet. Pass mal auf. Interessant. Ja, Schmuck würde ich gerne loswerden wollen. Der bringt mir ja nichts, wenn ich mal ehrlich bin.
Equipen und so. Das ist aber nicht billig. Kacke. Das ist sehr großzügig von ihnen. Gut, wir können uns einigen. Das reicht nicht. Oh oh. Was habe ich denn noch, was ich dir zum Tauschen anbieten könnte? Sehr gewöhnliches Zeug. Kaffee. Einige von uns trinken Kaffee, um an die Kraft aufzubringen, noch einen Tag zu überleben. Sehr begrenzte Verfügbarkeit in Kriegszeiten macht ihn zu einer wertvollen Ware. Wenn ich dir noch ein paar Kräuter gebe? Das reicht nicht. Ja, komm. Danke, doch, ich habe noch mehr. Schauen Sie nur. Ja, wir gucken mal, was wir noch so bauen können und dann bin ich gleich nochmal da. Guck einer an. Okay. Brechstange. Verrichtet die Arbeit langsam und laut. Wäre aber schon mal was. Oh nein! Oh, jetzt habe ich herstellen gedrückt. Jetzt weiß ich nicht mal, was ich herstelle. Warte, ich kann ja auch aufhören lassen, oder? Hm, hat er jetzt aufgehört? Was machst denn du? Ich könnte ein paar Bandagen gebrauchen. Bruno, die sind echt teuer. Das ist gerade mein Problem damit. Oh, fuck. Dann können wir Werkzeuge wie eine Axt oder einem Sägeblatt bauen. Oh, da brauchen wir auch noch Teilchen. Kacke, kacke. Das ist echt doof gerade. Wir könnten sogar ein Destillationsgerät machen. Wir könnten ihn dann gegen Dinge eintauschen, die wir brauchen. Erwarte nur nicht zu viel. Ohne Scheiß, Freunde. Das wäre, glaube ich, extrem gut. Das wäre richtig, richtig gut. Den machen wir. Nun bin ich ausgeschlafen, das ist doch schön. So, was wollte ich denn noch von dir? Ja, so ein paar Materialien wären noch ganz geil. Hm, also 12 wären schon ganz cool. Was kann ich dir dafür anbieten? Hey, komm, machen wir's so. Nee, Kollege, ich glaube, wir sind erstmal durch. Danke, dass du da warst. Mach's gut, haus rein. Händler sind extrem wichtig, glaube ich, hier. Deswegen denke ich auch, dass das mit dem Alkohol sehr, sehr wichtig für uns sein wird. So, was brauchen wir dafür alles? Dinge werden einfacher, wenn du ihn trinkst. Zumindest kommt es einem so vor. Er ist eine gute Handelsware. Ach, dafür brauchen wir auch noch Wasser. Mmh, das ist natürlich weniger schön. Zucker, Wasser und Brennstoff. Fuck, ich hatte drauf gepokert, dass wir halt nur Zucker brauchen. Jetzt bin ich leicht überrascht, wenn ich ehrlich bin. Kacke, kacke, kacke. Mann, Mann. Lassen wir das erstmal. Das war natürlich jetzt scheiße, dass ich den gebaut habe. Die Brechstange machen wir uns aber. Und danach, Bruno, kannst du nochmal für den guten Marco das Dings im Essen machen. Und dann gucken wir weiter. Ich sollte aufgrund letzter Nacht ausschlafen. Das stimmt. Darfst du auch gleich. So, alles klar. Super, Bruno. Dann machst du jetzt noch ein Essen und dann darfst du dich hinlegen. Ah, das ist das letzte Fleisch, was wir haben. Aber gut, machst du nix, ne?
Das reicht erstmal. Alles klar, dann kann sich Bruno jetzt erstmal aufs Ohr hauen. Das schaffen wir jetzt sowieso nicht mehr. Gut, gibt's sonst noch was zu tun? Ich hoffe, dass es uns gelingt, uns hier drin warm zu halten. Wäre zumindest gut, ne? Mist. Die hätten wir vielleicht auch noch gebrauchen können. Ich mach nochmal zwei Dietriche, Freunde. Ich glaube, die nehmen wir heute Abend auch mal mit Marco mit. Wir wissen ja nicht, wo wir landen. Obwohl, nee, die Dietriche, die lassen wir erstmal hier. Wenn wir die Brechstange haben, dann kriegen wir die damit auch auf, die Türen. Und wir beenden unseren Tag. Und gehen in die Nacht. Natürlich geht Marco wieder plündern, das ist gar keine Frage. Bruno kann... ich würde sie gerne beide im Bett schlafen lassen, wenn ich ehrlich bin. Lassen sie beide mal im Bett schlafen. Wache stehen, meine ich natürlich. Nicht beide im Bett schlafen, bin ich bescheuert, ey. Ah, wie dumm. Gefahr. Es könnte jedoch das Risiko wert sein, denn dann sollen noch viele Sachen übrig sein. Was gibt's im ruhigen Haus? Menge Lebensmittel, Menge Medikamente, eine Menge Teile. Da gehen wir hin. Dann nehmen wir das Brecheisen mit. Note. Doubled the watch. Ja. Mussten wir halt machen. Wenn das alles vorbei ist, kaufe ich mir so ein Haus. Wenn du dafür die Kohle hast, Kollege, dann tu das. Ich werde dich nicht von abhalten. Nichts als lustloser Abfall. Schade. Zeug. Ich mach Zeug. So, wir gucken mal. Oh, da sitzen ja Leute drin. Hören die uns? Versuch erst gar nicht, etwas anzustellen. Verschwinde einfach. Kollege, können wir nicht handeln? Das hättest du nicht tun sollen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Was macht er denn jetzt? Was tust du denn da? Ja gut, soll er doch machen, was er will. Hallo, junge Dame. Was ist hier los? Tut mir eigentlich fast unsagbar leid, dass ich das mache. Aber ich brauche euer Zeug. Und zwar alles. Auch wenn das echt fies klingt. Habt ihr gesehen? Rufen Sie bitte meinen Mann an. Achso, die hat Demenz oder was? Kam zumindest gerade so ein bisschen rüber. Oh, noch eine Konserve. Oh, Freunde, ey. Das tut beinahe weh, die hier auszurauben, aber ich muss es halt machen, ne? Also das heißt, ich könnte es auch sein lassen, aber dann gehen unsere Leute drauf. Da habe ich genauso wenig Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Gute Handelsware hier alles. Oh, was haben wir denn hier? Es ist ein Brief von Opa Bernhard an Alan. Es freut uns zu hören, dass du anfängst, dein Leben mit deiner Tante zu genießen. Der Krieg ist nicht so schlimm. Er ist nur nichts für Kinder. Genau genommen sagen sie, dass er bald vorbei sein wird. Mach dir wegen uns also keine Sorgen. Oma geht es schon besser. Sie wollte nicht, dass ich es dir sage, aber sie bewahrt etwas Mehl um dir diese Kekse zu backen, die du sehr magst. Und was mich angeht, nun, ich verspreche dir, dass ich die Schaukel reparieren werde, wenn du zurück bist. Leute, Alter, ihr habt so geilen Scheiß hier. Lass die Kräuter mal hier. Das ist unfassbar. Also es ist moralisch total verwerflich, dass ich das gerade mache, ne? Aber ich kann mich gerade einfach nicht beherrschen. Kräutermedizin. Manchmal helfen sie, manchmal nicht. Sie sind besser als gar nichts. Ha. Freunde, ey, guckt euch mal das ganze Loot an, das wir haben. Das ist irre. Wir gehen trotzdem nochmal da gucken. Ich hätte gern noch ein paar mehr Teile.
Und hier kann ich wahrscheinlich dann auch auf die Weise raus. Sie ist abgeschlossen. Mit meinen Werkzeugen sollte es jedoch gehen. Wir machen den Scheiß auf. Wie es aussieht, hören die das nicht mal. Also man sieht ja, denke ich mal, ungefähr die Schallwelle. Was haben wir hier noch? Oh, noch eine Bandage. Und Bücher. Oh, Freundin, lass mal das Holz hier. Homoflax. Das nehmen wir mit. Teile nehmen wir auch mit. Und die Bandage würde ich gerne auch noch mitnehmen. Dann lassen wir das eh in der Wasser hier. Auch wenn ich die nicht brauche, gerade die Bandagen und sowas, aber es ist einfach irre gute Handelsware. Eine kaputte Oh mein Gott! Ich muss hier auf jeden Fall nochmal hin. Nächste Nacht muss ich nochmal herkommen. Ich kann weg. Nehmen wir die. Okay. Und jetzt rennen wir zum Ausgang. Leute, die haben so viel Zeug hier. Aus der beschädigten Gitarre können wir nämlich eine normale machen. Aus der beschädigten Waffe, wer hätte es gedacht, eine richtige. Und aus der beschädigten Weste können wir auch eine richtige Weste machen. Ich hoffe mal, er ist jetzt nicht traurig. A bit of indulgence. Hallo, seht euch die ganzen Dinge an. Ich wünschte, ich würde jede Nacht so viel mitbringen. Alter, das war der Hammer. Das war der Oberhammer. Bruno ist immer noch leicht verletzt. Das gibt's doch nicht. Es tut weh, ich werde jedoch zurechtkommen. Ey, ohne Scheiß, Bruno. Wir haben 4 Bandagen. Fuck it, nimm dir eine. Ich hab Hunger. Ja, dann stehst du mal doch auf Marco. Freunde, das war gerade super. Also, die Nacht war echt der Hammer. Ich meine, wir haben trotzdem nur noch 10 Holz, ne? Das muss man auch mal... Das darf man natürlich nicht vergessen. Wir brennen uns mal hier ein bisschen was. Der Schmerz sollte bald nachlassen. Und Bruno, du kochst mal was. Und danach darfst du ins Bett gehen, Kollege. Ja, wir nehmen ein Stück Holz. Das war abfackeln. Also bis jetzt geht's unseren Leuten doch noch halbwegs gut, muss man sagen, oder? Jetzt mal ehrlich. Schnaps. Oh Gott, Bruno ist total in. Ich hoffe, dass es uns gelingt, uns hier drin warm zu halten. Ach, ich denke mal schon. Zu viele schlaflose Nächte. Holz. So. Machen wir gleich 2 Portionen. Erzählt mal so ein bisschen, was ist denn euer erster Eindruck vom Spiel? Würde mich wirklich mal interessieren, ob euch das Spiel gefällt. Es reicht erstmal. Bruno geht pennen. Dann macht das Marco. Marco, geh mal dahin. Hallo, könnte ich Sie kurz sprechen? Sie sind die erste Person, die die Tür öffnet. Vielen Dank, schnell. Mein Bruder wurde von einem Scharfschützen angeschossen. Bitte, helfen Sie mir, ihn nach Hause zu tragen, sonst stirbt er. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Warte eine Sekunde. Schick ich Pavel. Ich schick Pavel. Du kannst mitgehen, Pavel. Ich bin so dankbar. Ja genau, Pavel geht nämlich jetzt, und das wäre halt richtig scheiße gewesen, wenn jetzt Marco weg wäre, weil mit dem müssen wir in der nächsten Nacht schließlich wieder looten. Apropos, ich wollte... Ein Filter können wir auf jeden Fall nochmal herstellen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so dumm. Distilled Gold.
Ein Bett können wir leider nicht machen. Ach, scheiße. Ich habe nicht mal genug Teile mehr, um fucking Filter zu machen. Kacke. Was macht dann damit, wenn ich den... Hä, warte mal, unsere Sachen. Nee, der Schnaps ist noch nicht drin. Gut, okay, dann kann er ja bestimmt aufheben. Ohne ihn gleich zu trinken. Jawoll, fantastisch. Hungrig und müde ist der Gute. Ja, guck mal, da ist doch noch was zu essen für dich. Das reicht erstmal. Oh Gott, das ist alles so viel Zeug, was wir mitnehmen müssen. Unfassbar. Gut, Freunde, aber ich glaube, jetzt gibt es ja sowieso nichts mehr, was ich jetzt wirklich tun kann, oder? Gucken wir nochmal. Da habe ich alles gelootet. Ich dachte gerade, da war noch jemand an der Tür. Kann ich irgendwas vernageln oder so? Nee. Ich meine, das sind ja riesige Löcher hier, die würde ich gern zumachen, weil ansonsten fällt, glaube ich, vor allen Dieben das Einsteigen in das Haus extrem schwer, extrem leicht. Aber gut, dann beenden wir den Tag. Und gehen nochmal in die Nacht. Ja, Marco plündert. Und Bruno muss Wache stehen, das ist echt scheiße, weil Bruno leicht verletzt ist. Fuck. Ja, Dreck. Ich hätte einfach Pavel nicht gehen lassen sollen. Stadtkrankenhaus. Menge Lebensmittel, Menge Materialien, Menge Medikamente, eine große Menge Teile. Kleines Wohnhaus. Autowerkstatt. Möglicher Handel. Wäre eigentlich ein Abstecher wert. Besonders, wenn ich mit denen handeln kann. Reisebüro, Vorsicht ist geboten. Doppelhaus. Vor 4 Tagen besucht. Ruhiges Haus. Haben wir 83% schon gelootet? Oder wir haben 83% gesehen, das denke ich nämlich mal eher. Ja, wir gehen mal in die Autowerkstatt, Leute. Wir nehmen das Brecheisen mal mit. Einen Schnaps nehmen wir mit als mögliche Handelsware. Vielleicht eine Bandage? Ja, wir nehmen... Na! Eigentlich ungern. Wir lassen die hier. Außerdem brauche ich ja noch Platz zum Looten. Ich frage mich, ob die Eigentümer noch da sind. Ja, das werden wir gleich rausfinden. Was haben wir denn hier? Teile? Nehmen wir alles mit. Gar keine Frage. Jemand hat an die Wand geschmiert. Kein Versteck mehr, wir sehen uns im Himmel. Errungenschaft vollgeschaltet. Traces of the Lives, glaube ich. Okay, looten wir da auch nochmal. Düngemittel. Nee, Düngemittel brauche ich nicht wirklich. Oh, aber das brauche ich. Sehr schön. Nein, das Düngemittel nicht. Ausgerüstete Nahkampfwaffe. Ach so, das ist sogar eine Nahkampfwaffe. Ich hoffe mal, dass ich das Töten von... Hey du, ich brauche Medikamente für meinen Vater. Haben Sie welche? Fuck! Nee, habe ich nicht. Und fucking... Fuck, fuck. Oh, Kollege, du hast ja richtig geiles Zeug. Kann ich dir einen Schnaps anbieten? Was kann ich dir dafür geben? Nee, das willst du nicht haben, okay. Alter, hast du Loot. Wow. Geil, der tauscht echt Schnaps gegen Sägeblatt.
Das wäre ja auch schon mal ganz geil. Tausch doch gegen eine Axt. Das war ein Scherz. Kacke. Das, glaube ich, kann uns erstmal alles relativ egal sein. Ich brauche halt davon ein bisschen was. Davon auf jeden Fall. Das reicht nicht. Versuchen Sie es erneut. Gut, wir können uns einigen. Das reicht nicht. Was kann ich denn sonst noch geben? Elektrische Teile. Das ist sehr großzügig. Wir können noch ein bisschen Wasser gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Komm, wir handeln das. So viel kann ich nicht tragen. Scheiße! Fuck, fuck, fuck. Bleibt das Wasser hier. Die beiden Teile. Dafür nehme ich mir davon was mit. Gut, okay. Ich nehme an, ich darf nicht so einfach zu dir rein, oder? Hast du ein Problem damit? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Bin weg. Okay, mit denen können wir also gut handeln. Und der braucht Medikamente für seinen Vater. Ach, guck einer an. Wir können noch da oben hin. Coole Sache. Oh, hier sind auch noch Teile. Davon nehmen wir noch welche mit. Holz haben wir auch schon wieder extrem viel. Wie viel haben wir davon jetzt? 8, 9. Dann nehmen wir eins auf jeden Fall da noch mit. Und ja, kommen noch zwei. Wir gucken mal, ob wir hier noch was finden. Vielleicht, also wenn wir jetzt hier noch irgendwelche anderen mechanischen Teile finden oder so, dann nehme ich natürlich die mit. Elektrische Teile. Elektrische Teile wären gut zum Handeln. Vielleicht soll ich davon mehr mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme an, da kommen wir jetzt nicht so ohne weiteres durch. Davon lassen wir nochmal welche da, nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Und die elektrischen Teile holen wir uns jetzt noch. Ich glaube, hier waren noch welche drin, oder? Jawoll. Und das eine Holz noch. Sehr geil. Und weg hier. Marco ist zurück. Tag 6. Heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Seht mal, was ich alles bekommen habe. Diese Nacht war ruhig. Pavel kehrte zu uns zurück, nachdem er einem verwundeten Mann geholfen hatte. Marco war auf der Suche nach Vorräten und hatte einige interessante Dinge dabei. Sehr gut gemacht, Marco. Leg dich erstmal pennen. Bruno, ach, Bruno ist auch schon sehr müde. Das ist natürlich doof. Zufrieden? Ich bin froh, dass Marco den Leuten in der Autowerkstatt geholfen hat. Auch sehr müde. Kacke, die sind alle sehr müde. Wir brauchen noch ein zweites Bett. Ich habe Hunger. Ja, komm, wir müssen so ein Bett uns auf jeden Fall noch hier hinstellen. So, platzieren. Aber mindestens geht's Bruno wieder gut. Er ist nicht verletzt. Ja, machen wir mal wieder ein Holz hier. Das ist extrem scheiße, dass die halt alle sehr müde sind. Ja, was groß dagegen machen kann ich nicht. Gerade zumindest. The Vantage 97 spielt Insurgency. Viel Spaß dabei, Mann. Zu viele schlaflose Nächte. Bau weiter. Sobald du es fertig hast, kannst du dich doch reinlegen. Das reicht erstmal. Ist der gute Bruno nur noch sehr müde. Hostels open. Ich brauche Ruhe. Wir müssen uns gegenseitig helfen, genauso wie Marco den Leuten in der Autowerkstatt geholfen hat. Pass auf, Pavel. Du gehst jetzt auch nochmal hoch, isst noch was und dann
kannst dich auch pennen legen. Zufrieden, sehr müde. Ja, dann geh pennen. Geh pennen. Ach, guck mal, die haben alle noch eine neue Bio. Hupsalerchen. Tag 2, das war da, als wir den Obdachlosen gesehen hatten. Armer Kerl, wenn ich etwas Essen übrig hätte, dann würde ich dich teilen. Ich muss aber an die anderen denken. Tag 4, ich bin nicht stolz darauf, aber ich musste diese armen Menschen bestehen. Wir brauchen dringend Vorräte. Tag 5, in schwierigen Zeiten sollte man zusammenhalten. Ich bin froh, dass wir unseren verletzten Nachbarn helfen konnten. Und nochmal Tag 5, das war ein guter Handel. Wir haben einander geholfen. Ach ja, ey. Bruno ist sehr müde. Ja, der kann schon wieder ein bisschen laufen, das ist doch ganz gut. Und bauen wir noch so einen Filter, Bruno. Davon können wir ja noch ihn gebrauchen, dann können wir noch mal ein bisschen Wasser holen. Wie viel Wasser haben wir noch? Na, siehst du, wir haben nur noch 8 Wasser. Das wäre fatal, wenn wir demnächst kein Wasser mehr hätten. Nebenbei, die Konserven sind an sich wie Fertigessen. Nur für alle, die sich das schon gefragt haben. Ist schwer, in Europosen zu arbeiten. Do it, Junge. Sehr müde. Was passiert denn überhaupt? Okay. So. Ich habe mich nämlich gefragt, was das hier eigentlich für ein Symbol ist, ob man dann rausgeht, also nicht aus dem Spiel, ob dann Bruno irgendwie vor die Tür geht, aber das ist einfach nur der Menüschalter. Zack. Kann er nochmal ein bisschen Wasser ansetzen. So. Sehr schön. Hat auch super geklappt. Abgesehen davon, dass Bruno sehr müde ist. Ah, der soll sich noch ein bisschen in den Sessel setzen. Oder wir gucken mal, was wir noch bauen könnten. Zu viele schlaflose Nächte. Ja, Bruno, ich weiß, es ist hart. Sehr hart, um genau zu sein. Dafür brauchen wir Waffenteile fürs Messer. Schaufel. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, Leute, so eine Schaufel. Für die Kirche wäre es bestimmt super. Oh, nee. Egal, dann setzt du dich mal kurz hin. Wir brauchen etwas zu essen. Wir haben was zu essen, keine Sorge. Aber du kannst doch mal so eine Konserve essen, dann kann sich die gute Bruno nämlich erstmal aufs Ohr hauen. Nom 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 nom. Es heißt, dass diese Konserven sehr nahrhaft sind. Scheint zumindest so. Du bist anscheinend nicht mehr hungrig. Ist doch schon mal sehr schön. So. Zufrieden, müde, sehr müde. Ach, Bruno hat auch eine neue Bio. Bruno ist Raucher. Das ist also sein Laster. Tag 4. Es ist mir völlig egal, woher und wie Marco Vorräte gefunden hat. Es freut mich, dass er nicht mit leeren Händen zurückgekehrt ist. Ach, das war da, als wir das alte Paar beraubt haben. Ich bin froh, dass wir unserem verletzten Nachbarn geholfen haben, sonst wäre er jetzt tot. Meine Geschichte, Bruno. Einst war ich Optimist. Ich hätte schwören können, dass ein Krieg hier unmöglich gewesen wäre. Kriege passieren weit entfernt, in Ländern der dritten Welt. Das dachte ich zumindest. Sogar als die Nachrichten von Tag zu Tag beängstigender wurden, konnte ich mir nicht vorstellen, was uns noch bevorstand. Ich sollte aufgrund letzter Nacht ausschlafen. Das stimmt. Wir hätten ihn eigentlich auspennen lassen sollen. Egal. Egal. Boah, wir stehen mal auf. Ich muss doch nochmal Marco schlafen legen. Dass kein Händler gekommen ist, irritiert mich gerade ein wenig, wenn ich ehrlich bin. Ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr geschlafen. Du hast
gerade eben gepennt. Achso, wir können uns ja nochmal die Bio von Pavel angucken. Tag 2, wir müssen zusammenhalten und einander helfen. Ansonsten kann es sein, dass wir dasselbe Schicksal leiden werden wie der Mann im besetzten Haus. Tag 4, meine Geschichte. Bei all diesen Bomben, Scharfschützen und dem Mangel an Vorräten möchte man sich am liebsten nur noch verstecken, hinsetzen und weinen. Doch wir können nicht zulassen, dass sie unsere Moral zerstören. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie unsere Würde nicht wegnehmen können. Es ist schwierig hier, aber wisst ihr, wie wir das in unserer Straße geschafft haben? Das verstehe ich gerade nicht. Tag 4, diese älteren Leute haben Familienangehörige, die sie unterstützen. Wir sollten nicht mehr von ihnen stehlen. Ach, Pavel. Die Nacht. Bruno ist sehr müde. Okay. Pavel steht Wache und wir müssen mit Marco halt plündern. Geht nicht anders. Wir könnten natürlich überlegen, was haben wir denn? Ob wir ein bisschen Medikamente für den mitbringen. Was haben wir denn sonst noch? Reisebüro, das Supermarkt. Bombardiertes Haus. Große Menge Materialien. Stadtkrankenhaus. Vorsicht ist geboten. Eine große Menge Teile. Eine Menge Lebensmittel, eine Menge Materialien. Etwas Teile nur noch. Supermarkt. Da ist Gefahr. Ah, das könnte gefährlich werden. Wir gehen nochmal in die Autowerkstatt, Freunde. Wir nehmen mal Zivilverbandszeug mit und eben so ein Ding. Ja, und dann geht's ab, würde ich mal sagen. Plündern. Beziehungsweise, was heißt plündern? Wir gehen ja jetzt nicht wirklich plündern, sondern tauschen, handeln, was auch immer. Ich würde es aber nicht plündern nennen, wenn ich ehrlich bin. Dinge mit, ja komm, wir nehmen es erstmal mit. Ich meine, wenn nicht, können wir es immer noch verticken. Weil im Moment sehe ich nicht die Notwendigkeit, einen Kräutergarten anzulegen, wenn ich ehrlich bin. Grüße! Ich brauche Medikamente. Oh ja, aber du kannst wissen, das wird teuer. Aber pass mal auf. Genau was ich brauche, dafür kann ich ihnen eine Menge geben. Ja, das wirst du auch tun müssen, Kollege. Pass mal auf, ich will nämlich... Ihr Angebot ist wirklich verdammt beeindruckend. Oh, 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 da können wir richtig jetzt fett was rausholen, glaube ich, Leute. Das will ich auch alles. Ja, Wasser, Waffenteile hätte ich gern auch alle. Dann nehme ich noch den... Nehme ich den Zucker? Ja, ich nehme das ganze Wasser. Den ganzen Zucker. Das reicht nicht. Versuchen Sie es nochmal. Ja, natürlich schade. Das ist so ein Scherz. Das ist nicht genug. Ha. Ihr Angebot ist wirklich verdammt beeindruckend. Da muss ich noch was ändern. Dann bleibt der Zucker hier. Was nehme ich denn da noch mit? Mensch. Ah, der hat nichts mehr wirklich richtig Teures da, oder? Ich meine, die Sägeblätter sind verdammt wichtig, aber... Krieg ich noch ein bisschen Gemüse und sowas? Konserven? Das reicht nicht. Das ist sehr großzügig von ihnen. Boah, ey, Leute, ich stehe gerade so ein bisschen in der Zickmühle. Lass mal 5 Wasser da. Was nehmen wir denn dafür dann mit? Eieieiei. Das ist gerade echt Pokern hier. Das reicht nicht. Dann nehmen wir 3 Sägeblätter. 3 Sägeblätter. Kann ich noch ein bisschen essen? Nee, kriege ich leider nicht von dir. Okay. Gemüse kriege ich auch nicht. Schade.
Herrn Dietrich. Den kann ich mir eigentlich selber bauen. Ja, nehme ich mir noch den ganzen Zucker mit, oder? Oh, lol. Gut, wir können uns einigen. Ja, dann machen wir es so, Kollege. Bam. Das ist super. Was sagt denn der Rucksack? Der ist sogar noch extrem leer, wenn ich ehrlich bin. Da können wir noch mal ein bisschen gucken, was wir hier so finden. Dann looten wir den ganzen anderen Scheiß hier noch und dann machen wir uns wieder auf den Rückweg. Alles nehmen. Hupsi. Jetzt darf ich schon selektieren, ja? Ach du Schande. Ja, erstmal das Holz mit. Und dann gucken wir mal. Ach, guck einer an. Wir könnten uns jetzt auch hier reinsägen. Ich weiß noch nicht, ob ich das tun sollte. Wenn ich ehrlich bin. Wir lassen es erstmal hier, Leute. Wir belassen es dabei. Das war schon ein sehr guter Raubzug. Anführungsstrichen. Marco ist zurück. Tag 7, ne? Ja, Tag 7. Wow, haben wir schon eine ganze Woche gespielt. Halleluja. Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Bruno geht es viel besser. Wir müssen ihn nur etwas im Auge behalten. Marco war auf der Suche nach vorhin. Warum habe ich denn den Scheiß... Warum habe ich das Düngemittel nicht dagelassen? Oh, ich bin ein Depp. Ja gut. Drauf geschissen. So, Freunde. Aber das soll es jetzt auch erstmal mit dem Stream gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht einzuschalten. Ich werde mal gucken, wenn es euch gefallen hat, ne, dann schreibt das mal einfach bei Facebook unter das Kommentar, was ich da gepostet habe. Dann können wir das gerne nochmal machen. Mir macht das Spiel jedenfalls sehr viel Spaß. Wenn ihr kein Interesse oder, also wenn ihr keine Lust habt, dass ich das weiter streame, dann schreibt das auch darunter, dann spiele ich das halt offscreen für mich weiter. Nochmal angemerkt für alle, die erst jetzt eingeschaltet haben, ich werde das Ganze auch auf YouTube hochladen, also ihr könnt es da auch dann gucken, ne? Für alle, wie gesagt, die den Stream jetzt verpasst haben. Und ja, da bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, als vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann entweder auf YouTube oder dann wieder bei Twitch. Und bis dann, haut rein, euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.